Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Oblivion. Ja, willkommen man in unserem eigenen Haus, unserem ersten eigenen Haus. Noch nicht eingerichtet, noch ziemlich kahl, aber das wollen wir in der Folge jetzt ändern. Mit wie viel? Wie viel können wir in unser eigenes Haus denn jetzt noch investieren? Knapp 4000 Gold, das wird nicht weit reichen. Aber wir gucken einfach mal nach. Nova Roma war doch das Geschäft, wo wir da hin mussten, nicht wahr? Ja, ich denke doch. Wir müssen etwas aufpassen. Um 10 Uhr war ja das Treffen mit dem netten Elben in der Magiergilde, der den Streich spielen wollte. Aber da haben wir noch etwas Zeit. Ich hoffe, der Laden hat Nur überhaupt noch geöffnet. seid Da gegrüßt. bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Warte mal, das war doch noch eins weiter oben, oder? Jawohl. Endlich mal gute Das Nachrichten. ist das Falsche. Oh, wer bist du denn? Edler, edler Düsterherz. Ah. Wenn ihr ein Schütze werden wollt, kann ich euch ausbilden. Wenn ihr atmen könnt, kann ich euch ausbilden. Du warst doch die, die früher mal eine Attentäterin oder so war. Wird zumindest gemunkelt. Was hältst du denn vom Roma? Ah, Ups. offenbar erschien er. Das war die falsche Option, entschuldigt. Jeder Ort ist mehr oder weniger gleich. Regner hasst die Stadt, aber Regner hasst alles. Sind wir dem schon begegnet? Ich glaube nicht, das hätten wir wahrscheinlich in Erinnerung behalten, wenn der alles so hasst. Ah, und Gerüchte. Anscheinend unterweist Rechtswind auch andere Mitglieder der Kämpfergilde in der Kunst der Klinge. Aha, ja, kann durchaus sein. Sie bildet uns nicht aus, wahrscheinlich weil unsere Fertigkeit mit dem Bogen einfach noch nicht hoch genug ist. Vielleicht, ich weiß es nicht genau. Oder sie mag uns einfach nicht. Kann auch sein. Interessiert mich jetzt nicht großartig. Ich will einfach nur zum Nova Roma. Noch rechtzeitig am besten. Ansonsten haben wir halt Pech gehabt. Nein, doch. Ach, Mist. Mistiger Mist, Mist. Jetzt kann ich mein Haus nicht ausrüsten. Ah, so was Dummes aber auch. Was mache ich denn jetzt? Für die Magiergilde gilt es noch zu früh. Was haben wir denn noch so an Quests? Moment, wo waren wir denn über? Da haben wir nämlich schon einen ganzen Teil der Stadt noch nicht mal erkundet. Aber ich glaube, das werden wir, wenn wir jetzt weiter den Quests nachgehen. Also doch erstmal die Quests angucken. Ja, das Haus kann ich jetzt leider noch nicht einrichten. Wie gemein. Da haben wir schon ein Haus und können es nicht einrichten. Verdammte Nacht, verdammte Nacht. Oh, das wäre auch mal gut nachzusehen, wo das jetzt genau ist, dieser erste Punkt. Was? Hier oben? Das ist ja ein recht weiter Weg. Ah, und das ist auch nur dieser erste Punkt, den wir finden müssen. Den Rest müssen wir dann selber suchen. Okay. Ja, dem widmen wir uns sicher auch noch. Aber erstmal möchte ich das machen, was hier in Brumar alles so zu tun ist. Gut, zwei Seiten einer Medaille. Ich habe gehört, dass Anora aus Bruma noch jemanden sucht, der ihr bei der Wiederbeschaffung des gestohlenen Geldes hilft. Ich sollte mich auf den Weg zu ihrem Haus machen und sie fragen, ob ich helfen kann. Ja, hey, das können wir doch noch kurz machen. Ist zwar nicht mehr lange, bis wir uns mit dem Magiergildenmitglied treffen sollten, aber das wird doch wohl noch drin liegen. Ich sag, denke ich nicht mehr. Oh, das ist wieder die Ich Gräfin. wusste, ich könnte auf euch zählen. Ja, kannst du auch. Ihr seid, hi. Auf mich kann man zählen, bis eins. Mehr bin ich leider Grüßt nicht. Ich euch. habe mir auch schon gesprochen. Du warst nicht sehr in der Stimmung zu sprechen. So, das muss eines der Häuser hier hinten sein. Oh, da ist noch jemand. Hallo. Wer bist du denn? Was? Snar the Cook. Okay. Er will uns was über Brumar erzählen. Nur zu. Wir sind hier in Bromar noch in Cyrodiil. Aber nur gerade noch so. Wir sind für die Kälte geschaffen, genau wie die Menschen in Skyrim. In Himmelsrand. Ja, stimmt. Skyrim ist ja sowieso nicht die richtig deutsche, der deutsche Begriff. Das wird ja mit Himmelsrand übersetzt. Gut, ich weiß jetzt nicht, was richtig ist. Ihr wisst es vielleicht besser. Wenn ja, schreibt es mir ruhig. Würde mich interessieren. Jedenfalls hat er uns nichts weiter zu sagen. Lebt wohl! Wir suchen uns also jetzt wieder
Das Haus, das müsste das hier sein. Der Pfeil scheint es zu bestätigen. Jawohl, Anoras Haus. Das ist also richtig. Du bist dann, denke ich mal, Aaron. Was wollt ihr? Anora. Seht ihr nicht, dass ich aufgebracht bin? Allerdings, ja, sehen und vor allem hören. Ja, man hat mich angesprochen auf Jorundre. Unsere Geschäfte gehen euch nichts an. Ich weiß gar nicht, wer ihr seid. Und da glaubt ihr, ich rede mit euch über meine ehemalige Flamme? Wenn du Hilfe willst. Aber scheinbar muss ich sie erst mal ein bisschen überzeugen. Können wir gerne machen. Ja. Hat ja letztes Mal schon so gut geklappt. Ah, gut, okay, hier. Kriege ich wenigstens einiges an Einstellungspunkten, wenn ich dann bestechen müsste. Gut, ich habe nicht mehr so viel Gold. Ich muss echt vorsichtig sein damit. Sonst können wir gar nichts in unser Haus einfügen. Wäre ja schade. Also, versuchen wir das mal. Mag sie nicht. Mag sie? Mag sie? Mag sie nicht. Okay. Ich kämpfe nicht gegen... Wo habt ihr... Willkommen. Was für ein Unsinn. Ja, das war jetzt nicht so super. Aber das hat, glaube ich, schon gestommen. Also weder versuchen jetzt, wir es noch einfach nochmal. Es reicht. Wo habt ihr... Oh, kaum. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Weiter. Wohl kaum. Weder jetzt noch ja, in der Zukunft. Doch, das war ich richtig. Das ist sehr schön. Komisch. Na gut, hat nicht so viel gebracht, aber war zumindest ein positiver Effekt. Und warte mal, es ist jetzt über 60. Ich glaube, bevor wir das noch versauen, versuche ich es einfach nochmal. Ich verstehe. Willst du uns jetzt etwas über Jorundre sagen? Ich schätze, ich kann euch diese Informationen anvertrauen. Ah, super. Wenn ihr mir helfen könnt, mein Gold zurückzubekommen, verdient ihr vielleicht auch was dran. Ich mag Gold. Gold? Sag uns was über das Gold. Ich weiß, was ihr gehört habt von Jorundre und seinem Aneinandergeraten mit der Stadtwache. Nun sagen wir, das ist nur bedingt wahr. Okay. Ich habe vielleicht ein oder zwei Einzelheiten durchsickern lassen, um jemanden wie euch zur Hilfe anzulocken. Doch bis ihr nicht meinem Plan zustimmt, sage ich nichts mehr. Ich verspreche euch lediglich, dass euch viel Geld erwartet. Also, macht ihr mit oder nicht? Ja, in dem Fall natürlich. Sprich weiter. Kluge Antwort. Hier ist mein Vorschlag. Jorundre und ich haben uns eigentlich immer nur gezofft. Gegen meinen Willen wurde ich durch ganz Cyrodiil geschleift, um ihm bei irgendwelchen Gaunereien zu helfen. Ich würde uns nicht als Diebe bezeichnen. Ich meine, wir haben gestohlen, sicher. Ja, was seid ihr dann? Aber wir haben nie viel auf einmal geklaut. Gerade so viel, wie wir brauchten. Doch das änderte sich im letzten Jahr. Da begann Jorundre riskantere Dinger zu drehen und gefährlichere Ziele anzugreifen. Nicht nur einzelne Händler, wohlgemerkt. Ich rede hier von großen Fischen, wie Landsitzen und Steuertransporten. Ich flehte ihn an, aufzuhören, weil ich wusste, dass das bald zu Gewalt führen würde. Na klar, hat es mit sich. Da drohte er mir, er würde mir wehtun, wenn ich seine Pläne durchkreuzte. Uiui. Ich glaube, das Gold hat ihn verändert. Das glaube ich wirklich. Er war nicht mehr der Mann, den ich vor 7 Jahren kennengelernt hatte. Wenn ich mal was sagte... Langte er mir eine oder stieß mich beiseite? Er fing an, mir Angst zu machen. Ja, dass die zwei das alles zu zweit durchgezogen haben, ist ja eigentlich schon recht beeindruckend. Ich meine, ganze Landsitze zu zweit zu überfallen, die haben doch sicher Wachen und so. Ist nicht schlecht. Ja, aber was hat denn das alles mit mir zu tun? Unser letztes Ding war ein Steuertransport auf seinem Weg in die Kaiserstadt. Oho. Wir überfielen ihn und in all dem Chaos tötete Jorundre eine Wache. Ich war entsetzt. Oh. Er drohte mich zu töten, sollte ich jemandem von dem Mord erzählen. In dem Moment hatte ich solche Angst vor ihm. 2 Tage später spürte die Stadtwache von Brumar unser provisorisches Lager auf. Ich war unterwegs, um etwas zu essen zu sammeln, als sie Jorundre schnappten. Geschah ihm recht. Als ich später zum Lager zurückkehrte, war das Gold weg. Er hatte es woanders versteckt. Geht für mich zum Schlosskerker im Schloss in Brumar und redet mit ihm. Überredet ihn, euch das Versteck des Goldes zu verraten. Und dann teilen wir es. Mhm. Entschuldigt, das Spiel hatte sich im Gespräch kurz minimiert. Ich hoffe, ihr habt das Gespräch jetzt trotzdem gut mitbekommen. Es müsste wohl ein kleines Standbild oder so gegeben haben. Das heißt, ihr dürftet die Vertonung und alles noch mitbekommen haben. Ich hoffe es einfach mal, ansonsten ist das jetzt etwas doof. Aber ja, jetzt wissen wir ja, worum es bei Anora geht.
Ich finde die ganze Geschichte allerdings etwas komisch. Ich meine, die hat doch gesagt, dass sie herumgezogen sind und alles gestohlen haben. Warum zum Teufel besitzen die dann hier ein Haus und wohnen hier schon offensichtlich einige Zeit? Ich meine, ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Ich meine, okay, wir werden das jetzt gleich machen, aber wir sind ja auch wir und sie sind, ja, okay, vielleicht hat es ja doch irgendeinen vernünftigen Hintergrund. Vielleicht kann sie uns ja sagen, was sie denn hier so mag an Bruma. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe einfach eine Schwäche für betuchte Männer. Dieser Okay. Olaf im Bräu und Streu zum Beispiel. Er ist verträumt und gleichzeitig erfolgreich. Ist ja die richtige Art von Frau. Hauptsache Geld, ne? Ja, was hat sie denn noch so an Gerüchten zu erzählen? Anscheinend unterweist Bumpf Gragasch andere Mitglieder der Kämpfergilde im Gebrauch von schwerer Rüstung. Ist ja das Top-Thema hier. Gut, ja, jetzt weiß ich allerdings nicht. Wir müssen, glaube ich, mit ihrem Mann sprechen. Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Das minimierte Spiel hat mich gerade etwas abgelenkt, um ehrlich zu sein. Aber wir werden jetzt kurz nochmal nachsehen. Er wird es euch nicht einfach so sagen, also lasst euch was einfallen. Ah, okay. Ah ja, richtig. Sie will ja, dass wir herausfinden, wo er das Gold versteckt hat und wir es ihr dann holen. Und was macht dich so sicher, dass ich es nicht einfach für mich behalte? Ich glaube, dann ist der ganze Zwietracht zwischen ihnen doch aufgelöst, wenn das Gold nicht mehr da ist, oder? Oder? Gut, zwei Seiten einer Medaille. Arona erzählte mir von einem bestimmten Verbrechen, bei dessen Ausführung sie ihr Liebhaber Jorundre helfen musste. Sie stahl das Gold und vergrub es, doch Jorundre wurde verhaftet, als sie zum Versteck zurückkehrte. Ach so, okay, so war das. Ach so, als sie zum Versteck zurückkehrte, na gut, okay. Die ganze Formulierung ist auch wieder nicht so gut geraten hier. Als sie zurückkehrte, war das Gold verschwunden. Jorundre musste herausgenommen haben. Ach so, musste es herausgenommen haben. Meine Güte, was ist das denn bitte für eine Formulierung? Das bringt mich ja ganz aus dem Konzept. Nun möchte sie es sich zurückholen. Ich sollte in den Kerker von Schloss Bromar gehen und mit ihm sprechen. Reden, sprechen. Ist ja beides dasselbe. Sollen wir also für sie tun? Werden wir auch für sie tun. Ich weiß nur nicht genau, ob wir das jetzt tun sollen, weil ihr seht, es ist schon bald 10 Uhr. Wir hatten doch noch eine andere Quest, nicht wahr? Nebst dem Haus und dem, was wir für die Gräfin machen sollten. Eine verratene Bruderschaft. Ich habe herausgefunden, dass Bradan Lirian, ein Bewohner Brumas, in Wahrheit ein Vampir gewesen ist. Es wurde von einem Vampirjäger namens Rhaenyl Dralas erschlagen. Er wurde. Okay. Der plötzlich in der Stadt auftauchte. Die Umstände dieses Vorfalls klingen jedoch bestenfalls unvollständig. Ja, klingen die das? Okay. Ich sollte den Ort des Verbrechens bei Bradons Haus untersuchen. Das können wir noch kurz machen. Das dürfte auch hier irgendwo in der Nähe sein. Jawohl, da drüben. Gleich da drüben. Bist du das Haus? Nein, du bist ein anderes Haus. Aber du bist das Haus, genau. Jo, gehen wir doch mal rein in das Haus. Da der Bewohner nicht mehr lebt, wird es wohl niemanden stören. Oh, hallo. Ihr müsst verschwinden. Dies ist ein Verbrechensschauplatz und Ja, nur darum. wir und Rhaenyl Dralas haben Zutritt. Okay, ja, aber ich bin doch hier. Ich möchte gerne helfen. Wo ist denn Rhaenyl Dralas? Der Übeltäter hat ja schon seine gerechte Strafe erfahren. Jetzt geht es nur noch um das Klären von Einzelheiten. Aha. Ich könnte euch mehr sagen, aber ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid und ob ich euch solche Informationen anvertrauen kann. Ach, ich sehe schon, was das wieder heißt. Wir werden sehen. Genau, wir werden sehen. Nämlich jetzt gucke ich mal, ob ich dich auf 60 hochbekomme. Mag er nicht. Okay, die beiden Magier, ganz offenbar. Ihr macht mir keine Angst. Oh, Bäh, das ist ups. widerlich. Scheiße. Bemerkenswert, bitte. Da werde ich ja rot. Vielen Dank. Verdammt, ich habe das Falsche erwischt. Oh je, das war schlecht. Ich muss noch mal kurz gucken. Also Witzen mag er nicht und das mag er nicht. Okay.
Das mag er nicht, ne? Ja. Ihr macht mir keine Angst. Jetzt ist es eine tolle Geschichte. Ihr solltet euch was schämen. So haben wir das Ganze schon fast wieder korrigiert. Oh, war das doof, war das doof. Naja, passiert nun mal. Manchmal. Merken. Ihr seid abschott. Spart euch. Oh nein. So, haben wir das schon fast geschafft. Die 60 trotzdem schon beinahe erreicht. Gut. Wirklich? Bäh. Spart euch bitte. Jawohl, exakt 60. Trotz unserem kleinen Malheur. Ist doch super. Verstehe. Dann fragen wir nochmal nach. Der Übeltäter hat ja schon seine gerechte Strafe erfahren. Jetzt geht es nur noch um das Klären von Einzelheiten. Ich könnte euch mehr sagen. Oh, nö. Aber ich weiß überhaupt nicht, wer ihr seid und ob ich euch solche Informationen anvertrauen kann. Wir müssen noch höher. Okay, versuchen wir es weiter. Es müsste ja immer noch dasselbe sein, ne? Ja, genau. Ihr macht mir keine. Jetzt ist es bemerken. Gar nicht witzig. Nicht mal ein bisschen. Oh, ist das zäh. Ist das zäh. Ich wünschte, ich könnte gar nicht witzig. Nichts an. Bitte. Da werde ich ja rot. Oh, vielen na Dank. Super. Jetzt können wir wieder so ewig viel bezahlen, damit wir auf 70 kommen. Ah, Mist. Hab Dank. Wie freundlich. Nur wegen diesem blöden Fehler. In Ordnung. Ich verstehe. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber hoffentlich verrät er uns jetzt, was wir wissen wollen. Ich denke, ich kann euch ruhig sagen, was geschehen ist. Ein Glück. Die Spatzen werden es eh bald von allen Dächern pfeifen. Es hat sich herausgestellt, dass Bradon Lirian ein Vampir ist. Oder war. Das wissen wir. Ohne Rainil Dralas hätten wir das vielleicht nie erfahren. Ich will's euch erklären. In der letzten Woche fanden wir draußen an der Stadtmauer zwei kaum verscharrte Leichen. Okay. Beide hatten winzige Einstiche am Hals. Aha. Die Leichen waren die von Bettlern, die auf der Suche nach milden Gaben durch die Straßen zogen. Ach, darum gibt es keine Bettler hier. Nicht, dass keiner sie vermissen würde. Zu unserem Glück kam da Rainil in unsere Stadt. Er sagte, er sei Vampirjäger, also baten wir ihn um Hilfe. Okay. Er folgte dem Vampir zu diesem Haus. Als er gegen Mittag das Haus betrat, schlief Bradon gerade. So konnte er ihn gleich an Ort und Stelle erledigen. Bradons Frau war zum Glück gerade außer Haus. Die Arme, sie wusste nicht mal, dass ihr Mann infiziert war. Wir haben den Vorfall untersucht und es stimmt. Niemand kann sich erinnern, Bradon je bei Tage gesehen zu haben. Er ließ sich immer nur nachts blicken. Okay. Mehr kann ich euch nicht sagen, fürchte ich. Ihr seht also, wir brauchen wirklich keine Hilfe. Aber danke für das Angebot. Ich weiß ja nicht. Das Ganze kommt mir dann doch etwas suspekt vor. Findest du nicht auch? Seid ihr denn sicher, dass dieser Bradon ein Vampir war? Soweit ich weiß, war er ein guter Mensch. Mich hat das völlig überrascht. Aber Vampire sind ja Meister der Täuschung. Also könnte es schon sein. Könnte, mein guter Herr, könnte. Das ist nicht sicher, dass das so ist. Da braucht man doch Beweise und keine Vermutungen. Ja, und dieser Rainil Dralas, ich weiß ja nicht, den möchte ich eigentlich auch gerne mal sprechen. Ich bin beeindruckt. Nach nur einem Tag hatte er den Vampir bereits ausfindig gemacht. Schätze, deshalb macht er das wohl beruflich. Ja, wenn das denn wirklich stimmt. Ich rieche da einen faulen Braten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst irgendwas, worüber du gerade sprechen möchtest? Wie ich höre, ist Jantus Brolus in der Zauberei und der Schmiedekunst bewandert. Das ist ja mal eine seltene Kombination. Na schön. Okay, mehr hat er nicht zu sagen. Befragt ruhig die anderen Leute in der Stadt. Sie sollten euch keinen Ärger bereiten. Darf ich den hier mal untersuchen? Ist das erlaubt? Oh, es ist ein Verbrechen. Okay. Nein, ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt. Entschuldigung, wusste ich nicht. Ja gut, dann gehe ich besser wieder, bevor ich hier noch irgendwas mache, was die Wachen auf mich aufmerksam macht. Na gut, okay. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich habe am Ort des Verbrechens mit Carius Runelius gesprochen. Einem Ermittler der Brumar-Stadtwache. Er sagt, dass Rainil unbemerkt in das Haus gelangen konnte und den Vampir dort gegen Mittag im Schlaf getötet hat. Dessen Frau war nicht zu Hause, da sie untertags arbeitet. Darüber hinaus fand man in Pradons Haus die Leiche eines unbekannten Bettlers. War das nicht außerhalb der Stadtmauern? Na, vielleicht war es noch einer im Haus. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe nicht alles so ganz aufmerksam verfolgt.
Wenn ich dies weiter untersuchen möchte, sollte ich Bradons Frau befragen. Das ist eine gute Idee. Werden wir aber erst später machen. Ich denke, ich gehe jetzt erstmal zurück zur Magiergilde. Dann kümmern wir uns um das, was der werte Kollege machen wollte. Da, die Bruma-Empfehlung. Im Vorratskeller müssen wir ihn treffen. Ja, gehen wir mal früh genug hin, nicht, dass wir zu spät kommen. Wie bei einem gewissen Glad hier. Da waren wir auch immer ziemlich knapp dran. Oh Mann, hieß das hier dunstig. Als wäre in der Nähe irgendwo ein Vulkan hochgegangen oder so. Hallo. Hab ich mit dir Was schon gesprochen? Was kann ich für euch tun? Surotan. Ah, du bist von Nova. Du bist von diesem Novamora. Auf Wiedersehen. Wo ich eigentlich meine Möbel kaufen wollte. Kannst du nicht ein wenig länger aufhaben, echte? Hallo. Hallo. Ja? Wer bist du denn? Auch jemand, mit dem wir ja scheinbar schon gesprochen haben. Wie schön, na gut. Das hier ist ein Privathaus. Oh, ja. Dann müsste da die Kämpfergilde sein, richtig. Und die Magiergilde direkt daneben. Sind sie also einträchtig beieinander. Sehr schön. Gehen wir mal rein. Wunderbar. Aber, liebe Leute, bevor ich jetzt hinabgehe und mich mit dem Mitglied treffe, mit dem Gildenmitglied, würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal.